So, nicht wundern, ich rede mit der Kamera. Guten Morgen. Es sind immer noch, ich glaube, 29 Grad. Heute muss ich arbeiten, wie man sieht. Deswegen bin ich hier im Nagelstudio. Und ich habe mein wertvolles Kühltuch mitgenommen. Ich habe es ganz klitschnass gemacht, deswegen habe ich überall Wasserabdrücke. Aber das hilft wirklich. Das Rauschen, was ihr hört, ist der Ventilator. Und so versuche ich jetzt ein bisschen über den Vormittag zu kommen, denn nachher haben wir wieder frei. Nur vormittags müssen wir arbeiten. Und es soll heute ein Gewitter geben. Wann ihr den Himmel da hinten seht, der ist schon ganz so grau und bewölkt. Und ich hoffe, dass die Sonne gleich weggeht und dass eine schöne Abkühlung kommt. Ich hatte euch letztens diese Kühltücher schon verlinkt von Amazon. Und voll viele haben mir in die Kommentare geschrieben, dass sie auch diese Tücher haben und voll zufrieden sind. Und ich setze euch den Link nochmal unten rein. Also man macht da halt Wasser dran und ja, das kühlt dann den Körper. Und sobald die Körpertemperatur angenommen haben, schüttelt man die und dann sind die wieder kalt. Und die sind richtig mega erfrischend. Richtig toll. Ja, oh, schön. Gut. Ja, der ist hier. Der Smurfy. Bei uns gibt es endlich wieder Shake. Die Bananen sind gereift jetzt nach dem Urlaub. Gut, dann starten wir in den Tag. So, meine Lieben, wie ihr seht, bin ich schon zu Hause. Ich bin auch schon länger zu Hause. Schon, keine Ahnung, 3 Stunden oder so. Also, ich habe erstmal gerade geschlafen. Ich war fix und fertig. Auf der Arbeit des Murphy ist abgehauen. Der hatte heute Morgen auf der Arbeit eine läufige Hündin gerochen. Der war so außer Rand und Band. Der hat die ganze Zeit gejault, gebellt. Der wollte unbedingt raus. Ich war dann einmal mit ihm spazieren noch. Ne? Da hat er gezogen wie ein Irrer. Ne? Unglaublich. Der wollte immer nur in eine Richtung. Ja, und dann war eine, also wenn man so eine Fensterfront bei uns im Laden. Und die können wir halt öffnen. Das sind so Schiebetüren. Und die mache ich immer so einen Spalt auf, dass ein bisschen Luft zirkuliert im Laden. Die eine Seite. Und normalerweise mache ich den Riegel halt nach oben, dass die nicht weiter aufgeht. Aber heute, warum auch immer, keine Ahnung, habe ich es nicht gemacht, habe ich nicht dran gedacht. Und ich habe halt gearbeitet. Ich hatte eine Kundin, habe ihr die Nägel gemacht. Und auf einmal höre ich nur, wie der Bernd sagt, der ist raus. Und dann habe ich so geguckt. Und der Smurfy hat mich angeguckt, der war selber geschockt, dass er da jetzt frei war. Und dann tippelt der los über die Straße. Und zum Glück ist er direkt Richtung Kanal gelaufen und nicht Richtung Hauptstraße. Weil da wäre ich ja verrückt geworden. Ja, Bernd sofort, ne, die Flipflops in der Ecke geschmissen hinterher. Und dann habe ich zu meiner Kundin gesagt, so, ja sorry, ne, ich muss da jetzt mal eben gucken, ne? Hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, aber dann bin ich nur so um die Ecke gegangen und habe gesehen, die waren schon, also ich habe nur noch Bernds Rücken gesehen, ganz weit weg hinten am Kanal und ich mit meinem dicken Bauch, da brauche ich auch nicht hinterher rennen. Ja, ich dann zu meiner Kundin, ich war beruhigt in dem Sinne, weil ich wusste, auf der Seite zum Kanal, wo die abgebogen sind, ist es zu, da, am Ende kommt der Smurfy nicht weiter und wäre er jetzt Richtung Straße gerannt, hätte ich wahrscheinlich die Kundin gesagt, sorry, du musst jetzt raus, Laden abgeschlossen und auch hinterher gerannt. Aber ich wusste, der haut nicht ab in dem Sinne, der kommt ja nicht weit weg, da sind keine Autos, also alles gut. Also habe ich weiter die Nägel gemacht. Meine Gedanken waren halt, kacke, der Bernd hat keine Leine dabei. Also muss der gleich den Hund tragen. Boah, ey. Unglaublich, also solche Gedanken habe ich mir halt erst eher gemacht. Naja, und er ist dann auch wiedergekommen mit dem Hund auf den Arm. Ja, und dann hat er es mir natürlich weitergemacht. Er hat die ganze Zeit gejault, gebellt, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe richtig so ein Aggro-Gefühl schon gekriegt. Ja, und das hatte ich euch, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ich habe vor dem Urlaub schon, habe ich einen Termin gemacht beim Tierarzt zum Beratungsgespräch. Für entweder, also einfach nur Beratungssprech, entweder diesen Chip oder kastrieren und so und was die uns sagt, die Tierärztin, weil, also wenn der eine läufige Hündin riecht, der ist jetzt das zweite Mal abgehauen
Der findet dann einen Weg abzuhauen. Also, das ist so, weiß ich nicht, alle 10 Tage oder so, dass der da so eine Hündin riecht. Und das ist dann echt nicht schön. Ne? Also weder für uns noch für den Hund, der leidet ja dann auch. Mal gucken, was die uns sagt, dass er dann so einen Chip kriegt erstmal, keine Ahnung. Er haut der ab. Ey, voll lebensmüde. Der ist hier ja auch mal abgehauen. Oh, sorry. Und er ist hier auch abgehauen. Da haben wir so Glück gehabt. Das war ein Feiertag und da war hier die Straße wenigstens nicht so befahren, ne? Sonst wäre der platt gewesen. Ich sag's euch. Die hätten den überfahren. Unglaublich. Na, eigentlich würde ich den nicht kastrieren lassen. Ich weiß es auch nicht, aber. Ja, wie gesagt, der leidet dann ja auch, ne? Und wir auch. Und dann sind wir jetzt hier nach Hause gekommen. Hier ist der Geruch ja nicht. Der schläft die ganze Zeit. Der ist so fix und alle jetzt von seinem Terror. Normalerweise schläft er den ganzen Vormittag. Und heute gar nicht. Und jetzt ist er natürlich fix und fertig. Ja. Egal, ich musste auch erstmal schlafen. Ich war so abgenervt. Unglaublich. Die ganze Zeit dieses schrille, schrille Bellen. Und dann im Laden, da schallt das ja so, ne? Wir haben zwar einen Teil so Garten abgesperrt für den Smurfy, aber da habe ich dann gar nicht getraut, den rauszulassen, weil ich Angst hatte, dass er da sich durch den Zaun beißt und abhaut. Naja, dann ist er halt durch die Glastür raus, die ich Dovian nicht abgeschlossen habe. Kann so doof sein. So, jetzt habe ich hier schon ein bisschen Haushalt gemacht, Wäsche angemacht. Für die Kinder habe ich jetzt einfach eine Pizza in den Ofen gemacht. Der Bernd ist schon wieder zurück zur Arbeit gefahren. Mittagspause ist schon wieder vorbei. Wäsche angemacht, Spülmaschine angemacht. Und jetzt gehe ich gleich in den Garten ernten. Weil wir wollen heute Abend Kartoffeln essen. Und Salat. Ping. Das ist für die Kinder, die Pizza in diesem kleinen Ofen. Hier versuche ich das. Kartoffeln mit Salat wollen wir heute Abend essen. Ja, und da wir so viel im Garten haben und wir das vorm Umzug gerne alles aufbrauchen möchten, gehe ich gleich mal ernten. So, wir sind im Garten und der Smurfy hat die ganze Zeit wie irre gebellt. Da hinten, und da ist der Zaun zum Nachbargrundstück, und habe ich gedacht, keine Ahnung, da ist der andere Hund oder so, aber er hörte und hörte nicht auf. Und dann bin ich gucken gegangen. Und dann war der da auf dem Berg und da war ein kleines Küken. Ich zeige euch das. Das haben wir jetzt mal gesichert. Er hat die ganze Zeit halt nur gebellt, aber zum Glück nichts gemacht da. Das ist ein Taubenküken, haben wir dann herausgefunden. Ja, es hat sich gewehrt, es wollte halt nicht in die Box, aber ich wollte es auch nicht weiter anbellen lassen vom Smurfy. Moment, ich muss mal eben. Ich müsste mal alle 2 Stunden füttern. Und weil andere Tauben das nicht akzeptieren würden. Und jetzt gucken wir gerade nach einer Taubenhilfe. Oh, Leute, hier ist immer was los. Also, die Freundin mit dem Taubenzüchter in der Familie sagt, dass sie sich nicht vertragen werden. Auf Facebook die Gruppe Wildvogelnotfälle, die sagen, in einen Schuhkarton mit einem Handtuch-Donut, also so Handtuch zum Donut formen und dann reinsetzen, Deckel zu und abwarten. Dann habe ich die Ruhrpottmöwen kontaktiert, da meldet sich keiner. Ich habe auch keine andere Taube, Küken oder sonst was im Garten gefunden. Da hätte der Smurfy schon total Alarm gemacht. Und ich habe auch nichts gesehen. Und dann habe ich gegoogelt, weil sich ja jetzt niemand meldet. Da steht dann halt, dass es so Taubenaufzugsfutter gibt, dass man die dann halt mit der Hand füttern muss oder kann. Muss man natürlich nicht, aber ich lasse jetzt das arme Tier nicht verrecken. Ich würde natürlich mein Möglichstes tun, dass es überlebt.
Und bis man jetzt Taubenaufzuchtfutter hat, kann man Babybrei nehmen. Mit Wasser anstatt mit Milch angerührt. Ja, jetzt hole ich ein Handtuch gerade. Weil ich habe es ja nur in die... Ach, hier sieht man mich gar nicht, ne? Ich habe es ja nur in diese Kiste reingefüllt eben. Das pickt total, ne? Klar, das hat total Angst, dieses Küken. Das tut mir total leid. Muss ich das irgendwie in ein Tuch drüber legen und dann fassen? Weil ich will mich jetzt natürlich auch nicht picken lassen. Ich will es auch nicht anfassen, weil ich nicht weiß, ob es Krankheiten hat oder so. Hier ist immer was los. Immer. Jetzt kann ich hier alle 2 Stunden aufstehen und Küken füttern. Ich weiß nicht mal, wo ich es hintun soll. Weil der Hund, der wird wahrscheinlich ausrasten, wenn er das riecht. Ach, scheiße. Ja, ich suche mal eben ein Handtuch. Hältst du es mal bitte wieder? Ich halte das. Okay. So, Calvino macht jetzt hier mit dem Schraubenzieher von innen nach außen Löcher in den Karton, damit das Küken auch Luft bekommt. Geht's? Ja, warte. Wir müssen einmal umdrehen. Ja. Oder möchtest du uns filmen? Ja, geht auch. Ja? Also dann halte ich mein Handy mal weg. Ja. Aber nicht, dass ich drauf bin, ne? Nein. Ja. Guck, das reicht doch schon. Ja. Und ich habe hier so ein Donut gemacht aus einem alten Küchentuch. Das ist ja eh nicht so groß, das Küken. Und ich hole mir mal eben Handschuhe. Ja. Richtig rot. Jetzt legen wir den Donut da rein. So, oder? Und dann soll die Füße da in die Mitte. Das hier, dadurch können wir durch das Futter schieben, durch das große. Wir gucken mal. Kommst du mit, Nele, mit der Kamera? Durchdacht, ne? Ich komme mit dem Karton. So, ich lege jetzt vorsichtig das Handtuch auf das Küken. Kannst ruhig ein bisschen weiter weg filmen, dann hast du mehr drauf. So? Ich weiß nicht, du siehst das, was du darauf hast. Genau, komm du mit der Kiste. Ja, vorsichtig, lieber teuer, die Kamera. Oh, ja. Es tut mir leid, Küken. Ich will dich gar nicht stressen, aber ich kann dich ja auch nicht so lassen. Scheiße. Tut mir leid, Küken. Ja, mir auch. Tut uns allen leid. Ach. Du schaffst das, Mama. Ja. Ich glaube ganz fest an dir. Ich hab's. Voll. Okay, füll mal, Nele. Okay. Warte. Genau, da ist die Decke einfach ein bisschen drauf. Nein, ich kann es noch nicht machen. Ja. Ah, halt fest! Ich hab Angst. Alles gut. Ja, leg dich in die Mitte, Küken. So, wir stellen es auf den Tisch. Mhm. Warte, es hat geschissen vor Schock. Ich hab das nicht. Ich hab schon. Ich hab's. Mhm. Okay. Stell auf den Tisch. So, nimm ein bisschen weg die Kamera. Vorsicht. Jetzt kann das erstmal. Es hat gekackert. Ja, es hat gekackert, weil es Angst hat. Jetzt kann es erstmal zur Ruhe kommen da drin. Ne? Wir nehmen das jetzt ins Schlafzimmer. Da können wir abschließen. Also da kommt der Hund nicht hin. So, die eine Station, die ich da kontaktiert habe. Taubennotfälle oder so. Die haben gesagt, wir sollen die Taube einfach mal in den Garten setzen und rausgehen. Aus dem Garten und gucken, ob die Eltern sich da kümmern, die Elterntiere. Und das machen wir jetzt. Ich habe schon geerntet einen Hokkaido-Kürbis und Kartoffeln. Die mache ich jetzt schon mal sauber fürs Abendessen und hoffe einfach, dass die Tauben sich da gleich kümmern, dass wir das nicht machen müssen und dass das Taubenbaby überlebt.
Murphy. Komm. Das ist verrückt. Also, ich wollte euch nur Bescheid sagen. Bernd ist jetzt mit Calvino unterwegs. Die bringen jetzt die Taube weg zu so einer Pflegestelle. Das haben wir über Facebook sehr gut gefunden. Und ich bleib hier, denn es gewittert jetzt gerade. Und, ey, hör auf, nicht. Die Villa haben. Es gewittert jetzt gerade und ich lüfte hier ordentlich durch. Das tut richtig gut, wenn hier so ein Lüftchen geht. Ich habe überall aufgerissen, den Smurfy an der Leine genommen, dass der nicht abhaut. Ja, der könnte ja aus dem Fenster springen. Da freue ich mich auch drauf, dann im neuen Haus. Da können wir dann auch mal die Fenster auflassen, ohne dass der Hund da dran kommt. Ja. Ja. Und ich würde das Video jetzt hier beenden. Und morgen mache ich, glaube ich, mal eine Vlogpause. Also nicht wundern. Wahrscheinlich kommt morgen kein Video. Also ich danke euch fürs Zuschauen und ich genieße jetzt das Gewitter und wünsche euch allen einen schönen Abend. Ciao!